aussehen wie Weihnachtsbäume. Ja, hier den hier. Nein. Eine kleine Tanne. Nein. Guck mal links, hier, guck doch mal. Nadelwald, sieht man doch. Die sehen nach Minecraft genauso aus. Was denn? Hier, hinter dir. Ah, ich krieg gleich die Kratzer. Wo guckst du denn hin? Hier vorne. Ach, die Dinger. Gib mir die Axt zurück. Du bist einfach zu doof. Das kapierst du einfach nicht. Mann, ey. So. Ich krieg dir Kopf- und Bauchschmerzen, wenn ich mit dir agiere. Ist ja cool. Ist ja wie bei Minecraft. Einmal abholzen und dann ist der ganze Baum weg. Ja, was sollen die Menschen sagen, wenn sie keine Maske mehr tragen brauchen? Ich finde sie dann echt so nackig ohne Maske. Die, die jetzt jugendlich sind, die rennen aus Prinzip nur noch mit Maske rum, weil sie ohne ja nicht mehr gewohnt sind. Überhaupt die Jugend von heute, ja, die lernt nicht mehr sich zu schminken, die lernt nur noch Maske tragen. Na, ich sag mal so, die lernt auf jeden Fall Abstandsregeln, alles Mögliche. Das heißt, es werden keine Kinder mehr geboren, weil 1,50 Meter Geschlechterteile gibt es nämlich nicht. Sondern nicht bei Menschen. Autsch. Ich glaube, so einfach kann man diesen gewissen Trieb nicht abschalten. Aber man zieht sich halt eine Menge Psychopathen an, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich entführe dann mal jemanden, um dann was auszuprobieren. Dating, was ist denn das? Wir laufen alle nur auf dem Notstromaggregat. Ey, hör bloß auf, das aus dem Krankenhaus erzählt ihr die mit den zwei Studenten. Die haben sie ja nicht mehr eingekriegt. Weil man als Patient am Bauch natürlich keine Kleidung trägt. Man da behandelt werden muss. Ja, wie die Schulmädchen wirklich. Wow, jetzt haben wir ordentlich Holz. Ich weiß mal nicht wofür du es haben willst. Ja, wofür denn wohl? Man kann damit bauen und man kann damit Geld machen. Du möchtest natürlich Kohle. Das können wir ja sehr wenig nur pflanzen. Warum solltest du denn eigentlich bauen? Kohle ist vollkommen... reicht aus. Gut, ich würde mal auch ein Loch im Boden buddeln, das mit Holzwänden umkleiden und mir da einen kleinen Bunker unten bauen. Wollen wir uns denn Tiere halten, ist die Frage? Ich weiß ja nicht. Ich muss dann mal mit Stackchen wieder klarkommen. Ist ja schon echt eine ganze Weile her. Ganz am Anfang eine coole Sache, um Geld zu verdienen. Da muss man aber ein bisschen investieren. Also da müssen wir dann noch hart zusammenarbeiten. Am Anfang kann man Kartoffelauflauf machen. Da braucht man wirklich nur Kartoffeln. Dann kauft man sich Käse und Salz. Allerdings braucht man einen Schneidetisch, der kostet 1000, einen Backofen kostet 1000 und ein Kombinierer kostet auch 1000. Also da kommt man nicht ganz so leicht dran. Aber das Rezept dafür ist umso leichter. Wie viel Holz brauchst du eigentlich? Viel. 1000 wäre ein guter Anfang. Und ich dachte schon, ich hätte viel. Wieso? Wie viele Bäume hast du denn jetzt gemacht? Keine Ahnung, ich hab irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, machst du einfach noch 10. Und dann kannst du, wenn du willst, es schon mal in Alicias Laden bringen. Zu diesem Sägetisch und dann lassen wir es zersägen. Er sägt auch weiter, wenn du nicht da bist. Nur falls du es vergessen hast.
Ja, ich habe alles vergessen. So, ich bin jetzt hier noch am Strand, kann noch Muscheln sammeln. In dem Spiel ist es hier immer noch so, wenn man Sachen in großen Mengen verkauft, muss man auch eine große Pause machen, weil die sonst weniger wert sind, viel weniger. Also lohnt es sich hier immer verschiedene Sachen zu haben, die man verkaufen kann. So. Nein, nee. Ich bin mal gerade am Strand. Das ist hier, ich mache hier echt einen ganzen Wald platt. Hast du etwas Gutes? Ahmed? Nö. Oh. Und dich nehme ich auch noch mit. Willst du noch Ahmed, der alle möglichen Sims angebaggert hat? Ja. Vermisst du dein alter Ego? Nö. Ich nicht? Der mit seiner Vampirella da drei Kinder erzeugt hat? Nur einen Nicht-Vampir? Das muss man doch erstmal schaffen, wirklich. Gut. Ah ne, ich muss ja eine Axt nehmen, um das kaputt zu machen. Okay. Das sind so viele Nadelbäume, da bleibt hier keiner übrig. Ich bin gerade am Strand. Und mir macht es Spaß. Ah, oh, eine Biene, cool, eine Strandbiene. Schmetterling. Ja, irgendwann wurde er gegen die Wand geschmettert und dann hat er gesagt, ah, oh, der ist ja auch gut geschmettert, ist ein Schmetterling. Ja, irgendwie glaube ich da der Theorie nicht. Denke, du kannst ihn vor allem ein Fliegengewicht gegen die Wand schmettern. Ja, ja. Aber lass doch mal meine Fantasie freien. Solange du deiner Pippi nicht freien Lauf lässt. Und die hat auch freien Lauf, auch wenn ich jetzt dann schlafe. Oh, ich muss bald mal zurück. Stimmt. Besonders jetzt zu schaffen. Gut so. Das ist gut so. Ganz einfach, da brauche ich keine Ohrpass. Wenn ich schlafe. Ey, ich sammle hier Kohle, damit wir weiterkommen. Ich auch. Mach ich nicht. Und du wüsstest, wie viele Holz ich denn habe? Warte mal. 2000? Meine ich. Also 999 und 654. Okay, gut. Ein schöner großer Baum weg. Bevor das war gerade keine Tiere haben wir. Die gehen ja hier in der Weltgeschichte rum. Ja, irgendwie schon. Na gut, die Tiere, die können ja selber was sagen. Muscheln am Strand sammeln bringt viel mehr als bei der Kuhmilch zu holen. Muss man ja dazu sagen.